Er ist ein Meister der Verkleidung. Er ist in der Lage, im Handumdrehen seine Identität zu wechseln. Hassan Diop ist ein Meister des sozialen Schachs. Er durchschaut Menschen, er manipuliert Menschen und am Ende des Tages lieben sie ihn doch alle. Auch wenn du vielleicht kein Meisterdieb in deinem eigenen Leben werden willst, zeige ich dir in dieser Analyse 7 Tipps und Tricks von ihm, die du für deinen Alltag nutzen kannst, um auch so charismatisch, so selbstsicher, so kommunikativ zu werden wie er. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Arsène Lupin bekommt, was er will. Das liegt zu einem guten Teil daran, dass er extrem fest in seiner Stimme, seiner Körpersprache und auch in seinem Tonfall ist. Polizei! Sie haben einen platten Reifen. Ach ja? Sehen Sie nach! Kleiner Irrtum, war der andere Wagen. Merkst du das richtig? Das ist echt eine krasse Form von kommandierender Selbstsicherheit. Ja, ich bin von der Polizei. Machen Sie dies. Schauen Sie dahin. Dadurch, dass er selbst so überzeugt von sich ist und so eine klare Vorstellung hat, was die Leute machen sollen, gehorchen sie ihm auch eher. Das nennen wir in der Psychologie selbsterfüllende Prophezeiung. Das macht er sowohl inhaltlich als auch durch seinen Tonfall, aber auch, achte mal auf die Körpersprache. Das ist so geil, oder? Also selbst in solchen brenzligen Situationen ist er nicht irgendwie verkrampft oder ängstlich oder angespannt oder so, sondern hat einen sogenannten entspannten Hochstatus. Entspannter Hochstatus, also Hochstatus erstmal generell, bedeutet, dass er eine selbstsichere Haltung hat. Und die kann entweder verkrampft sein, wie so ein Macker, der irgendwie sagt, oh, irgendwie ich bin hier der Größte oder so, das ist dann so angespannt. Er hat aber einen entspannten Hochstatus, dass selbst in solchen Stresssituationen er irgendwie mit einem Lächeln auf den Lippen durchaus zügig, aber körperlich eben nicht verkrampft, sondern eben entspannt auch läuft. Und das macht dann auch aus, dass er sowohl eine hohe Ausprägung in der Vitalität bei den 6 Farben des Charisma hat, also diese amüsierte Haltung, und aber auch eine hohe Ausprägung in der Stärke, der inneren Selbstsicherheit hat. Also achte du auch darauf, wenn du auf die Bühne gehst, von einer großen Menschenmenge eine Präsentation halten willst, wenn du eine attraktive Person ansprechen willst, wenn du mit Autoritätspersonen sprechen willst, dass du eben diesen hohen, entspannten Hochstatus verkörperst. Wenn du das auch konkret lernen willst oder erstmal überhaupt wissen willst, wie diese 6 Farben des Charisma bei dir auch ausgeprägt sind, dann kannst du gerne auf charismatest.de einen wissenschaftlich fundierten, kostenlosen Test machen. Haben schon über 20.000 Leute gemacht. Und ja, wenn du auch deine Ergebnisse bekommen willst, dann mach den Test einfach, dauert 6 Minuten und du kriegst sowohl deine Ergebnisse als auch konkrete Empfehlungen, wie du dich dort weiterentwickeln kannst. Ich habe viel gelesen in deinem Alter. Das hat mir dein Großvater geschenkt. Es wird dir gefallen. Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Ja, was für ein Zufall. Also die Leute fragen mich manchmal, sind diese Sachen hier hinter dir, ja, die Bücher, sind die nur irgendwie Attrappe oder so ein Greenscreen oder so? Nein, das sind alles echte Bücher, die ich auch echt lese. Warum? Weil Lesen bildet. Es macht dich gebildeter. Generell, wenn du neue Informationen aufnimmst, kannst du zu mehr Dingen was sagen und wirst dadurch auch viel flexibler in der Kommunikation. Schau mal in der folgenden Behind-the-Scenes-Ausschnitt, wie er so gut in unterschiedliche Rollen gehen kann. Vous êtes débile ou quoi? C'est ma gymnastique, c'est-à-dire de changer de voix, de posture, même de débit. C'est dans ces choses-là où on va aller chercher la transformation, en fait. Und das solltest du auch können, eben sowohl in eine Stärke gehen können, dich aber auch manchmal verletzlich zeigen können. Du solltest sehr direktiv und klar sein können, aber auch einfach mal empathisch zuhören können. Je größer deine Verhaltensflexibilität in der Kommunikation ist, desto besser. Und da kommt gleich noch ein weiterer Trick von ihm. Naja, er ist natürlich ein Meister der Verkleidung. Und auch wenn du dich wahrscheinlich nicht so verkleiden, um zu täuschen willst oder so, solltest du aus meiner Sicht, ja, wenn du ein Mann bist zumindest, auf jeden Fall einen Mantel haben. Du solltest eine Lederjacke in deinem Anzugschrank haben. Ja, den Anzug solltest du auch haben. Du solltest natürlich auch ein Hemd haben, du solltest einen Rollkragenpulli haben, du solltest ein T-Shirt haben, du solltest ein Poloshirt haben. Warum? Nicht, weil du das alles gleich mögen willst oder so oder wirst, sondern vor allem, um einfach eine Bandbreite zu haben, einfach mal Verschiedenstes auszuprobieren. Es gibt Leute, die sagen, ja, ein Anzug steht mir nicht, eine Lederjacke, das passt nicht zu mir. Ja, dann probier es doch erstmal aus und zieh es doch erstmal an und wachse dadurch auch rein. Kleider machen Leute. Er ist ein Meister der Verkleidung und irgendwas musst du eh anziehen. Also würde ich dir empfehlen, auch hier eine gewisse Bandbreite zu haben, sodass du diese Verhaltensflexibilität hast. Je flexibler du bist, desto humorvoller kannst du werden. Schaut mal in der folgenden Szene. Alles gut, Madame? Sie sehen ihm sehr ähnlich. Nach dem schon wieder? Ach, hören Sie mir auf damit. Zum Glück bin ich hübscher als er.
Ich liebe diese Szene, weil sie so gut zeigt, dass schwierige, angespannte Situationen entspannt werden können, wenn du einfach gut kommunizieren kannst, wenn du sogenannte humorvolle Schlagfertigkeit beherrschst. Das ist eine der 6 Arten der Schlagfertigkeit und die Technik, die Assam Diop in diesem Clip verwendet hat, die sogenannte Königstechnik, die beschreibe ich auch in meinem Meisterkurs der Schlagfertigkeit ab Seite 135. Ich habe vorher nachgeschaut, das war jetzt nicht, dass ich das zufällig wusste, aber ab Seite 135 kannst du dir diese Technik nochmal genau durchlesen. Warum solltest du das können? Ganz einfach. Wenn du angespannte Situationen oder wenn dich jemand beleidigt oder wenn dir jemand den Status, die Kompetenz abgraben will, wenn du mit solchen Situationen humorvoll umgehen kannst, dann wirst du viel beliebter sein, weil du ein Quell der Positivität bist. Und diese Verhaltensflexibilität ist nicht nur in seiner Kommunikation. Ich wollte im Schatten bleiben, stand aber plötzlich im Licht. Und nun sehen Sie mich verschwinden. Unser berühmtester Einbrecher ist nach wie vor unauffindbar. Und ohne irgendwas zu spoilern, darum geht es in der 3. Staffel von Lupin. Also er hat nicht nur die Verhaltensflexibilität in der Kommunikation, sondern auch in der Strategie. Heißt, wenn du mehr Möglichkeiten hast, dich zu verhalten, unterschiedliche Strategierichtungen oder halt einfach verschiedenes Verhalten machen zu können, desto kräftiger, desto mächtiger, desto flexibler und damit auch desto charismatischer wirst du. Deswegen haben wir auch 6 Farben des Charisma, einfach, dass du unterschiedliche Dinge bedienen kannst und dann auch in sozialen Situationen viel charismatischer und entspannter auch letztendlich für dich auch einfach werden kannst. Also wenn du wissen willst, wie diese 6 Farben bei dir ausgeprägt sind und auch konkrete Impulse bekommen willst, charismatest.de, Link ist in der Beschreibung, kannst du anklicken. Du weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe damit und viel kommunikativen Erfolg.